Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil der Ready Check Mists of Pandaria Reihe. Heute geht es ganz um Instanzen und um den PvE-Content. Wir beginnen mit den Rüstmeistern für Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkte. Bisher waren die eigentlich immer in Orgrimmar bzw. Stormwind angesiedelt. Dieses Mal sieht das anders aus. Wo sind wir hier? In der Tonglong-Steppe. Ihr seht das, also dieses Gebiet hier. Ja, da sind wir. Und genauer gesagt am Niu Cao-Tempel. Niu Cao ist so ein, ich weiß nicht, ob man den hier irgendwo sieht. Anscheinend gerade nicht. Auf jeden Fall so ein Riesendingsbummens hier. Keine Ahnung, wie die heißen. Ihr seht das hier. Und das ist sein Tempel. Dahinter stehen hier zwei Händler. Rechts der Rüstmeister für Tapferkeitspunkte und links Rüstmeister für Gerechtigkeitspunkte. Ihr könnt das hier sehen. Da seht ihr, die verkaufen hier für Punkte Sachen. Jetzt eine Sache wird euch sofort auffallen. Irgendwie ist alles rot. Warum ist alles rot, fragt ihr euch. Ihr müsst, um Sachen für die Punkte kaufen zu können, auch den Ruf bei den einzelnen Fraktionen haben. Also hier zum Beispiel Shadow Pan wohlwollend. Ja, genauso ist bei den Tapferkeitspunkten übrigens auch. Also wenn ich da drauf gehe, kann ich auch nichts kaufen, weil man braucht auch hier zum Beispiel Goldener Lotus respektvoll. Ja, da gibt es halt dann diverse Sachen, wo ihr eben entsprechend Ruf braucht. Hier fürs T-Set nicht. Das kommt natürlich für Marken daher und die gibt es ja dann in den jeweiligen Instanzen. Übrigens auch wieder in allen drei Stufen. Also man kann sich das übrigens nochmal hier, also wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte nur Schutzsachen sehen, sehe ich jetzt hier alle Schutzsachen. Ne? Und da sehen wir die drei Varianten. Schlachtzugsbrowser, dann haben wir hier normal 496 Item-Level und heroisch 409. Also wir haben 483 im Schlachtzugsbrowser, 496 auf normal und 509 heroisch. Übrigens, die anderen Sachen, die man hier so kaufen kann, die episch sind, sind auch 489, also genauso wie aus dem, nein, gar nicht, nicht genauso wie aus dem Schlachtzugsbrowser, sondern zwischen, das wollte ich sagen, zwischen Schlachtzugsbrowser und dem Normalmodus. Ist ein bisschen anders als beim letzten Mal. Ja, also, da sind die Händler, falls ihr sie bisher mal gesucht habt. Die nächsten Händler, die ich euch zeigen möchte, sind die Händler für Ehre, Ruhm, nein, also für die PvP-Items. Und zwar erstmal rein geografisch. Wir sind hier auf der Mauer, auf der Pandaria-Mauer, die geht ja hier so her. Und die Hordler finden ja auf dieser Höhe, so ja, Mitte Tonglong-Steppe, ihre Items. Und zwar geht man dafür einfach hier rein. Da haben wir Lok Nor, der verkauft Ehrenpunkte-Items. Da seht ihr sie. Kann man übrigens einfach so im Moment kaufen. Ne, das hier ist einfach nur irgendein Typ. Aber hier, Rüstmeister für Eroberungspunkte gibt es ja auch. Ja, 483 gibt natürlich auch höhere Sachen, beziehungsweise niedrigere Sachen. Ne? Da haben wir's. Und hier oben gibt es dann glorreiche Rüstmeister für Ehrenpunkte auch schon wieder. Ja. 490 Eroberungspunkte natürlich. Hat der hier. Ja, Ehrenpunkt ist ein bisschen fehlgeleitet. Und da kann man halt auch Sachen dann wiederum eintauschen etc. Die richtigen Preise werdet ihr auf dem Livestream dann sehen. Ja, also hier gibt es eben Ehrenpunkte, Eroberungspunkte etc. zum Einlösen auf der Mauer. Für Allianzler gibt es das natürlich genauso. Ja, als Allianzler müsst ihr natürlich auch auf die Mauer gehen. War irgendwie klar. Und zwar sind wir hier im da unten, zwischen Tal der Vier Winde und der Schreckensöde, direkt hinter dem Tor der untergehenden Sonne, gibt es dann den Eingang. Hier seht ihr schon, da hinten, ne? Rüstmeister für Ehrenpunkte. Gut, die greifen mich jetzt an. Ich gehe mal weg. Vorhut der Allianz. Böse Leute. Soll man halt natürlich nicht umbringen. Da könnte sich auch wieder das eine oder andere Scharmützel ergeben. Also, hier dann eben der Rüstmeister für die Allianz. Und ich würde sagen, nun kommen wir zu den Eingängen der Fünfer- bzw. Raid-Instanzen. Beim PvE-Content, den ihr für gewöhnlich kennt, also im heroische Instanzen bzw. Andere Sachen, ist es ja im Normalfall so, dass ihr euch dafür einfach über den Dungeon-Browser anmeldet bzw. über den Schlachtzugsbrowser und so weiter und so fort. Das kennt ihr alle schon. Das Problem ist, dass man sich für den Herausforderungsmodus nicht über den Schlachtzugsbrowser anmelden kann,
ja, sondern nur reingehen kann. Also man kann sich auch nur eine Gruppe bauen, selber bauen. Ich glaube, die könnte auch serverextern sein, das müsste man dann später mal ausprobieren. Man kann ja Leute einladen, also ich sage dann zum Beispiel, ich möchte mit jemandem von BlackRock, mit jemandem von Hast du nicht gesehen, wo, also der dort auf dem Server spielt, zusammen in eine Instanz gehen, lad die vorher ein und wir treffen uns dann innerhalb der Instanz. Das sollte gehen, aber für die normalen heroischen Instanzen könnt ihr euch auch noch immer über den Schachzugsbrowser anmelden. Das ist also gar kein Problem. Braucht ihr natürlich nur das entsprechende Item-Level. Ja? Also 440, wie ihr seht, hier für die heroischen Instanzen. Für die normalen Modi sind dann entsprechend wesentlich niedrigere Sachen veranschlagt, die ihr dann beim Level finden könnt, beim Leveln finden könnt. Im Schachzugsbrowser ist das ein bisschen anders. Da ist natürlich das Item-Level ein bisschen höher, könnt ihr aber hier nicht sehen, ja, weil das im Moment einfach für alle Leute freigeschaltet ist. Ja, der Dungeon Browser nochmal dazu ist eine relativ simple Sache. Ihr wisst es ja, ihr könnt einfach euch anmelden mit Freunden. Aber wie schaut es denn aus mit dem Herausforderungsmodus? Was ist das? Also erst nochmal, die heroischen Instanzen sind im Prinzip so wie normale Instanzen in Cataclysm. Ja, also in Cataclysm gab es ja zu Anfang jede Instanz in Normal- und heroischem Modus. Und bei Mist of Pandaria ist es so, dass es jede Instanz zwar in einem Level 90 heroischem Modus gibt, aber die sind halt nicht so schwer wie die zu Cataclysm. Schwer sind dagegen aber die Herausforderungsmodus-Instanzen. Ja, also heroische Instanzen nicht ganz so schwer oder auf jeden Fall bei weitem nicht so schwer wie in Cataclysm, eher so schwer wie die letzten, die auch in Patch 4.3 dazu kamen, also Endzeit und so weiter, ja. Bei dem Herausforderungsmodus ist es was ganz anderes. Die sind total schwer, es droppt aber kein spezieller Loot dort, sondern es gibt eine Zeit, die ihr, gegen die ihr ankämpfen müsst. Es gibt da verschiedene Abstufungen, die ihr einfach, ihr seht ja hier Herausforderungen, ne, die ihr meistern müsst. Zum Beispiel im Tempel der Jadeschlange, ja, wenn ihr da auf der Bronzestufe durchkommt, bekommt ihr die Bronzezeit angerechnet, Silber 25 Minuten, ist schon ein bisschen härter, und Gold 15 Minuten, wow, echt schwer, sage ich mal, ja. Sind übrigens für alle anderen Instanzen teilweise anders. Hier ist zum Beispiel 12 Minuten im Mogushan-Palast veranschlagt, ja. Sholomans 19 Minuten, ist also ein bisschen größer. Gucken wir mal, was die niedrigste Zeit ist, die hier veranschlagt ist. Ist, glaube ich, tatsächlich die 12 Minuten, 17:30. Also ihr seht das schon, die Leute haben das hier getestet und haben sich gedacht, so und so schnell muss das sein. Im Herausforderungsmodus ist das alles aber schwieriger. Ja, also wirklich bei weitem schwieriger. Was es ja auch noch ist, ist, dass ihr die Instanzen erstmal finden müsst. Also ihr müsst in den jeweiligen Gebieten die Instanzen finden. Ihr habt jetzt relativ viel Glück, denn hier ist die Belagerung des Nizuao-Tempels, den wir ja gerade schon gesehen haben, ist direkt hier. Das ist eine von 9 heroischen Instanzen. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz die 9 Eingänge angucken, damit ihr sie einmal gesehen habt, und danach auch nochmal die Eingänge der 3 Raid-Instanzen. Also zuerst einmal den Nizuao-Tempel. Da ist er auch schon. Ihr seht das im Hintergrund, in diesem Baum ist der Eingang versteckt. Also nochmal zur Erinnerung, Tonglong-Steppe, ja, da bin ich jetzt gerade. Und hier unten dieser komische Baum, das ist die Belagerung des Nizuao-Tempels. Tonglong-Steppe, da fangen wir jetzt an. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir machen das anders. Wir gehen durch jedes Gebiet einmal durch, in der eine Instanz ist. Und ich zeige euch dann, was für eine Instanz dort ist. Wir fangen hier, ja, wie gesagt, in der Tonglong-Steppe an. Hier der Nizuao-Tempel, ja. Da vorne würde er sein. Ist im Moment übrigens dieses Zeichen, dieses Stundenglas, heißt, dass wir den Herausforderungsmodus aktiviert haben. Könnt ihr also hier einstellen, Schwierigkeitsgrad im, na, 5er Instanz gibt es halt einmal Normal, Heroisch und Herausforderungsmodus. Und momentan steht es eben auf Herausforderungsmodus und ihr könnt halt reingehen, wenn ihr die Instanz schon mal im Heroic-Modus gemacht habt. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, müsst ihr also vorher einmal gemacht haben. Ja, ich würde sagen, ich mache mich mal auf ins nächste Gebiet. Die Schreckensöde würde sich irgendwie anbieten. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Die erste Instanz in der Schreckensöde ist eine Raid-Instanz. Und zwar stehen wir hier direkt vor dem Herz der Angst. Hier hinten ist der Eingang. Ich zeige euch das natürlich auch gleich nochmal auf der Karte. Da seht ihr, taucht der Eingang auf. Übrigens hier ist ja, so ein Quaxier-Lord. Ja, die sagen halt, dass man dort angreifen kann. Also, das Herz der Angst ist hier an diesem Baum, ja, wenn wir das nochmal vergrößern, in der Schreckensöde. Da ist das Herz der Angst.
Raid-Instanz. Die zweite, die wird zum Anfang nicht offen sein, sondern erst irgendwann im Oktober. Ja, also könnt ihr noch nicht, beziehungsweise Ende Oktober wird es sogar sein. Zu Anfang wird diese Instanz noch nicht offen sein, aber ihr habt sie schon mal gesehen. Herz der Angst von außen, da ist sie. Die nächste Instanz, zu der wir kommen, ist das Tor der untergehenden Sonne. Hier einmal zu sehen kurz, ja, im Dungeon Compendium. Also wir haben schon die Belagerung des Nisuao-Tempels und das Tor der untergehenden Sonne bei den Fünferinstanzen und bei den Schlachtzügen waren wir gerade hier vorm Herz der Angst. Aber übrigens das Kloster natürlich, beziehungsweise Skolomens werde ich euch nicht zeigen, also diese drei hier, weil die solltet ihr erkennen, die sind in der alten Welt beheimatet und sollten dafür euch ohne Probleme erreichbar sein und kein Problem darstellen. Ja, also das Tor der untergehenden Sonne ist direkt hier. Hier ist übrigens auf der Karte genau zwischen, also dieses große Tor hier, zwischen der Schreckensöde bzw. der Tonglong-Steppe und dem Tal der ewigen Blüten. Ja, da haben wir das Tor der untergehenden Sonne, befindet sich hier unten, wenn ihr nochmal schauen möchtet. Dort ist der Eingang, wird gleich irgendwann auftauchen, da haben wir ihn mit dem tollen Stundenglas. Ja, komme ich natürlich im Moment nicht rein, weil ist nicht offen als Herausforderungsmodus. Aber auf Heroic würde man natürlich reinkommen, einfach über dem Schlachtzugsbrowser. Also von dieser Instanz und von der Belagerung des Nisuao-Tempels gibt es keine normale Version, weil die heroische Version quasi die normale ist, zur Erinnerung nochmal. Die nächste Instanz, die ich euch zeigen möchte, haben wir schon gesehen im ersten Raid-Check, und zwar ist es der Mogushan-Palast. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Mogushan-Palast ist hier im Tal der ewigen Blüten und da sind drei Bosse drin, daher eben auch diese 12 Minuten durchkommen. Haben wir hier, ne, in der Mitte direkt Tal der ewigen Blüten und da ist direkt der Mogushan-Palast und der Eingang ist natürlich hier so in der Mitte. Logischerweise. Da haben wir ihn. Ne? Da könnte man jetzt halt, wenn sie denn offen wäre, rein. Das ist der kurze Ladebildschirm. Mogushan-Palast im Tal der ewigen Blüten. Wie schon gesagt, Herausforderungsmodus. Ihr müsst direkt zu den Instanzen hin. Alles andere könnt ihr eben natürlich einfach über das Dungeon Browser Tool machen. Bei der nächsten Instanz wird es bitter kalt, denn ich bin auf den Gipfeln des Kunlai-Gipfels. Ihr seht ihn hier nochmal. Ne? Kunlai-Gipfel, diese Sache dort und da ist eingezeichnet der Shadowpan-Tempel und ja, hier ist der Eingang. Toll ist übrigens an den Mists of Pandaria-Instanzen, dass im Prinzip diese ganzen Sachen auch wirklich in der realen Welt da sind. Und wenn ihr hier mal so reingeht, seht ihr, das ist nämlich die Instanz von innen quasi. So sieht die Instanz aus. Und da kann man hier auch rein, also reinfliegen zumindest, und kann sich das alles anschauen. Ja, man kommt halt nur nicht in die Indoor-Bereiche der Instanz. Also so sieht das tatsächlich auch hinterher aus, wenn ihr hier final in der Instanz seid. Ihr geht dann, kommt hier so durch, geht dann weiter und einmal quasi im Kreis in der Instanz bis halt hier hinten unter diesem Pavillon der Endboss steht. Der steht hier übrigens jetzt gerade nicht, sondern jemand anders. Also, das ist das Shadowpan-Kloster. In diesem Gebiet gibt es aber noch eine Raid-Instanz. Halten wir fest, wir waren Check Nizuao-Tempel, Check Kloster kennt ihr. Shadowpan-Kloster, das andere, kennt ihr auch. Brauerei waren wir noch nicht. Mogushan-Palast waren wir. Scharlachroten Hallen, Kloster, ja. Skolomens waren wir schon. Tempel der Jadeschlange kommen wir noch hin, also Brauerei und Tempel. Und natürlich waren wir auch beim Tor der untergehenden Sonne. Schlachtzüge waren wir schon am Herz der Angst und sind jetzt hier am Mogushan-Gewölbe. Dort ist es, von außen sieht das nicht so groß aus. Ist hier einfach nur ein in den Berg gehauener Eingang. Ja, das Gewölbe der Mogu sieht von außen ein bisschen klein aus, ist von innen auf jeden Fall größer. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Da gibt es sehr, sehr schöne Videos von mir, ja, zu den einzelnen Encountern. Sehr, sehr schick geworden. Hat Blizzard toll gemacht. Rein geografisch ist es halt auch in dem Gebirge vom Kunlai-Gipfel und steht hier bei den Mogushan-Terrassen auf der Karte. Also auch nicht zu verfehlen. Ist übrigens die erste Instanz, die erste Raid-Instanz, die offen gemacht wird. Also am 25. wird ja Mists of Pandaria released und eine Woche später wird diese Raid-Instanz das erste Mal geöffnet werden. Also da könnt ihr dann zum ersten Mal hier First Kills holen, wenn ihr das denn möchtet und raidet.
Apropos in die Berge gehauene Eingänge, ja, auch beim letzten Raid, der auch später zusammen mit dem Herz der Angst geöffnet wird, ist es so, nämlich die Terrasse des endlosen Frühlings, dass sie einfach oder der Eingang zu ihr einfach in den Berg gehauen ist. Tja, ziemlich doof für euch, denn ihr könnt nichts sehen, außer ihr habt natürlich die Raid-Tests angeschaut. Da hatten wir nämlich einige. Wo ist das Ganze? Ja, es ist in einer speziellen Zone und zwar ist es, wie ihr seht hier, zwischen Jadewald, Tal der ewigen Blüten, Kunlei-Gipfel und Tal der vier Winde. Da haben wir es. Verhüllte Treppe heißt das Gebiet, um genau zu sein. Ja, also da Jadewald, da Tal der vier Winde, Tal der ewigen Blüten, Kunlei-Gipfel und da ganz dazwischen hier eben der Eingang zur Terrasse des endlosen Frühlings. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, hier ist sie. Hier kommt ihr auf jeden Fall vorbei. Sollte also für niemanden von euch ein Problem sein. Ist allerdings die schwerste, beziehungsweise zumindest rein chronologisch letzte der drei Raid-Instanzen, die ihr machen werdet. Denn um hier überhaupt reinzukommen, müsst ihr erstmal das Herz der Angst geklärt haben. Vorher gibt es hier sowieso keinen Einlass und ihr könnt hier eh nicht rein. Was vielleicht für den einen oder anderen von euch so aussieht wie irgendwie ein Jahrmarkt oder so, ist die vorletzte Instanz. Nochmal kurz zur Erinnerung, ja. Also die drei Raid-Instanzen haben wir mittlerweile. Dungeons fehlt uns einmal die Brauerei Sturmbräu, vor der ich hier stehe, und der Tempel der Jadeschlange. Die Brauerei ist angesiedelt mitten im Tal der vier Winde. Ihr seht das hier, ist auch das einzige Gebäude, was man da groß sieht. Übrigens der Jadetempel auch, aber ja, also das die Brauerei Sturmbräu hier. Und da stehen wir direkt vor. Der Eingang ist direkt hier, mitten. Ein bisschen klein allerdings, ne? Also denkt man gar nicht, dass das der Eingang ist, aber ihr seht, hier ist der Eingang. Der Versammlungsstein gibt euch vielleicht so einen kleinen Hinweis, falls ihr es nicht findet. Ist halt ein bisschen versteckt, aber da ist der Eingang. Ja, das war die vorletzte Instanz. Tja, und final zum Abschluss, mitten im Jadewald, wie ihr seht, gelegen der Jade-Tempel. Ist dort hinten irgendwie nicht so richtig zu verfehlen. Die letzte Instanz. Eigentlich, wenn ihr ganz normal questet, solltet ihr zumindest die drei letzten 5er-Instanzen, die ich euch gezeigt habe, auch auf jeden Fall bemerken während des Levels. Aber ich weiß natürlich, dass es einige von euch gibt, die gar nicht normal leveln und dann entsprechend hier vielleicht nicht alles sehen. Aber da ist der Eingang, da seht ihr ihn. Tempel der Jadeschlange, ja. Und der wartet auf euch eben hier direkt im Jadewald. Das waren alle 5er-Instanzen und alle Raid-Instanzen, mit Ausnahme eben von Skolomenz und den beiden scharlachroten Klosterinstanzen. Und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben, vor allen Dingen am Herausforderungsmodus, denn ich glaube, dass der so richtig gut wird und dass Blizzard sich da so richtig Mühe gemacht hat. Und wie gesagt, Heroics gibt es zwar auf Level 90, aber keine Level 90 Normal-Mode-Instanzen. Die gibt es nicht mehr. Die wurden quasi entfernt. Und dafür gibt es jetzt eben Heroic und Herausforderungsmodus, könnte man sagen. Wobei eben im Herausforderungsmodus es keinen richtigen Loot gibt, also keine Items, die euch eure Ausrüstung verbessern, sondern nur Ausrüstung, die ihr zum Transmogrifizieren bzw. Mounts und Titel, ja, nutzen könnt. Gut, das war soweit der zweite Reddit-Check. Einen dritten gibt es auf jeden Fall. Schaut dafür einfach auf www.venian.eu vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Venian.